heißt. Warten auf Gegner. So, es geht los. Es geht los, das ging fix. Wir hauen hier den Ton an. Wechseln hier ins Europa League Gameplay. Dom the Boss übrigens, vielen Dank fürs Followen. Habe ich gar nicht so registriert. Und es geht hier los in das Hinspiel der FVPA Europa League im Achtelfinale. Los Chess PL gegen Corubas Daina. Übrigens in diesem Fall wäre Corubas Daina jetzt auswärts. Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre Corubas Daina jetzt auswärts. Das heißt, sie müssten nachher einladen. Eigentlich müssten sie zuerst einladen. Ist mir jetzt aber auch egal, weil ich weiß es nicht. Und Angry Suarez, hier eine Minute gelaufen und die Dainas liegen direkt vorne. Unglaublich. Da bin ich noch am Philosophieren. Wer hier zu Hause ist und wer auswärts, und schon setzt hier das Ding 0:1. Corubas Daina mit einem Riesenstart. Und da müssen sich die Polen jetzt was einfallen lassen. Kommen hier über Luke. Macht das gut, ein Dribbling Vision, Lupo dazwischen, Rasa, mal der lange Ball, diesmal kommt der Torwart raus, Electric Man, aber auch unsauber rausgespielt, jetzt mal gut von den Polen hier den Ball wiedergeholt, Jati, Freistoß. Freistoß für die Corubas Daina. Oh, was macht der Torwart da? Also ein furioser Start. Oh, Pyrobomber United liegt 1:0 hinten. Das würde bedeuten, sie brauchen jetzt mindestens 3 Tore, um weiterzukommen. Simi, Ballverlust, sehr gut. Die Daina ist erstmal dazwischen und dann gibt es einen Freistoß. Habe ich so gar nicht registriert. Jetzt mal die Polen. Stell ich nochmal über die Außen. Daina ist dazwischen. Groß X Kagawa. Guter Ball in die Spitze. Torwart kommt zu spät raus, aber sehr gut abgedrängt vom Innenverteidiger. Klasse Aktion hier. Und Lost Chase damit. Torchance verhindert. Klär jetzt erstmal dazwischen. Groß X Kagawa wieder mit dem Versuch, steil in die Spitze zu spielen. Funktioniert nicht. Die Polen machen das ordentlich. Haben die erste Minute geschlafen. Jetzt kommen sie in der Defensive langsam besser rein. Aber die Corubas Daina verkaufen sich hier sehr gut. Machen ein ordentliches Spiel. Die ersten 13 Minuten sind gelaufen. 1:0 Führung bis hierhin. Absolut in Ordnung. Jetzt nochmal die Möglichkeit. Und es gibt Elfmeter. Da war Kowal etwas überhastet rangegangen. Und dann müssen wir uns das nochmal ansehen. Vielleicht sehen wir es hier nochmal. Jawohl, da ist es. Erst das Knie und dann der Ball. Und damit verdient Elfmeter für Corubas Daina. Und jetzt könnten sie hier früh in der Partie das 2:0 setzen. Und da ist der Ball drinnen. Der Torhüter hatte die richtige Ecke. Aber er kann ihn nicht festmachen. Und so landet er im Tor am Pfosten. Also 0:2, Corubas Daina über einen Elfmeter zum 2:0. Der Torwart war dran, der Ball geht an den Pfosten und landet dann doch im Tor. Und die Polen hier im Versuch nochmal nach vorne zu kommen. Luke im Strafraum von Lupo geholt, stark gemacht. Gutes Spiel auch hier von der Innenverteidigung. Richtig klasse Match momentan. Die Polen haben vor allen Dingen in der Offensive etwas Probleme. In der Defensive, muss man sagen, hatten sie sich nach der ersten Minute direkt nach dem Gegentor gefangen. Dann dieser Elfmeter etwas unglücklich. Und die Dainas sind hier also in Führung 2:0. 18 Minuten gespielt. Jetzt nochmal die Möglichkeit für die Polen über diese Freistoßposition. Meine Stimme leckt, dann habe ich das Mikro ein bisschen wieder zu weit weggemacht. Danke kommt. Weg. Möglichkeit. Dann gibt's Ecke. Also sie drängen hier auf den Anschlusstreffer. Doch jetzt mit der Möglichkeit
über die Ecke zu kommen. Standards sind immer gefährlich und können immer wieder zu so gefährlichen Situationen führen. Trick kommt nicht dran. Rasa klärt das Ganze ordentlich, schiebt den Ball raus. Mortel nochmal für die Polen. Hallo 1, was ist das hier? Das ist Pro Club Champion oder Europa League in diesem Fall. Die deutschen Kurubas Deiner von rechts nach links in Rot und Los Czech PL aus Polen. Aus Polen, die Jungs. Vielen Dank übrigens nochmal fürs Followen. Genau, sind also 11 gegen 11. Das ist gerade das Hinspiel, was läuft. Und Kurubas Deiner nochmal mit der Möglichkeit über die Außen. Die Flanke kommt, da steht er sehr gut. Rasa nochmal, dann ist der Ball wieder bei Angry Suarez. Und der schiebt einen ins leere Tor. Der Torwart geschlagen, weil er schon den ersten Abschluss halten wollte, runtergegangen ist. Und dann steht Angry Suarez genau richtig und macht hier das 3:0. Und das sieht hier richtig gut aus für Kurubas Deiner, die hier ein klasse Spiel machen. Die Polen hier gerade in der Defensive richtig auseinandernehmen. Rasa nochmal, wird diesmal geholt, beziehungsweise verrennt sich ins Aus. Es gibt Abstoß hier für Los Chess. Er ist versucht, ihn nochmal weiterzuleiten. Erstmal Freistoß. Kurz. Im Nie. Schön die Außenvision mitgenommen. Die Flanke kommt. Aber Lupo. Kein Problem. Rasa nochmal raus. Hier dazwischen. Muss Xkagawa hier gut aufgepasst. Und unten kommen sie mit. 3 gegen 3, 3 gegen 4 und wieder ein Rückraum, richtig stark gemacht und Zimni nochmal geklärt. Einwurf für Kurubas Deiner, der war ganz wichtig, dass Zimni da nochmal dazwischen geht. Ansonsten wird es hier nochmal richtig eng für die Polen. Die Deiners machen das gerade richtig stark. Jetzt wird ein anderer Einwerf reingeholt, das heißt, er wird ihn wahrscheinlich weit in die Zentrale reinwerfen. Klee macht's. Kommt rein. Oh, Vision. Aufbau Zimni. Martini. Jani. Außen Immortal. Flanke kommt. Möglichkeit. Torwart etwas überhastet. Und dann geklärt. Ball im Aus. 35 Minuten gespielt. Die Kurubas Deiner hier. Muss man dazu sagen, Zweitligist der FVPA. Zweiten, also der FVPA Bundesliga, der FVPA zweiten Bundesliga, hier aktuell Tabellendritter, macht hier in der Europa League einen richtig guten Job. Qualifiziert haben sie sich über den FVPA Pokal, haben letzte Saison den Pokal geholt, damit sich für die Europa League qualifiziert und machen das richtig gut. Gruppenerster, 18 Punkte aus 6 Spielen. Und momentan mit einer soliden 3:0-Führung im Achtelfinale. Da gab aber dazwischen Rasa, nochmal über die Außen. Kagawa, der übrigens den Annie macht. Reza, Rasa, Mortel erstmal dazwischen. Die Polen haben große Schwierigkeiten, gerade das Spiel über die Außen und den Deiners zu verteidigen. Wieder ein starker Ball. Und hinten steht er wieder. Flach reingespielt. Möglichkeit. Angry Suarez. Aber Electric Man. Diesmal zur Stelle. Ja, der Aufbau. Suarez. Reza macht er gut. Und dann ist Kowal dazwischen. Kann ihn aber nicht behaupten. Rennt ins Aus. Mal der Einwurf. Klee kommt. Und es ist Klee. Das bedeutet, der Ball kann wieder weit ins Zentrum geworfen werden. Ball kommt.
Zentrum, Kopfball, Möglichkeit, da hat der Torwart wieder einen Schritt in die falsche Richtung gemacht. Und wenn er dann nochmal runterkommt, dann hast du keine Chance mehr dran zu kommen. 4 Minuten Nachspielzeit werden hier angezeigt in der ersten Halbzeit. Hubert Steiner lässt in der Defensive nichts zu, macht in der Offensive vieles richtig. Trick jetzt erstmal hier dazwischen. Suarez kann ihn sich hier nicht mehr holen. Und dann haben wir hier den Halbzeitpfiff. Also das sieht hier sehr, sehr gut aus für Kuba Steiner. Und Los Chess muss hier was nachlegen. Kuba Steiner momentan mit 3 Auswärtstoren. Das ist richtig krass, richtig gut. Man sieht hier ein bisschen an der Passgenauigkeit. Los Chess etwas besser in der Passgenauigkeit. Die Kuba Steiner mit nur 63%. Allerdings auch ein sehr, sehr schnelles Umschaltspiel. Etwas vom Ballbesitz haben sie zwar immer noch, also 49% ist nicht wesentlich weniger, als Los Chess jetzt hat. Allerdings schalten sie sehr, sehr schnell um und versuchen sehr schnell den Ball in die Spitze zu kriegen. Daher auch so ein bisschen der Verlust an Passgenauigkeit. Und Los Chess hier wieder unsauber. Raser nochmal über die Außen. Das sind so Sachen, wo es dann runtergeht. Der Passwert, der war unsauber. Groß Xkagawa, gutes Dribbling. Richtig gutes Dribbling. Und eine gute Flanke. Also der Torhüter da, klärt das vernünftig. Wie lang geht das Achtelfinale der Europa League? Geht 2 Spiele. Hallo, 1. Also 2 Spiele. Erstes Spiel, ganz normal, wie es richtig in der Champions League ist. Die spielen heute auch komplett durch. Die spielen also komplett durch. 2, 3. Okay, das ist bitter. Die spielen komplett durch. Das heißt, jetzt das Hinspiel, direkt danach das Rückspiel. Wird also an einem Abend gespielt. Die Saison geht natürlich auch nicht so lang. Eine echte Fußballsaison, sondern es werden insgesamt 3 Seasons innerhalb eines Jahres gespielt. Los Chess jetzt hier mal auf dem Weg nach vorne. Macht Matthias T. Vision, Abschluss! Und da ist Volkang das erste Mal gefragt. Macht das gut. Steht da, wo er stehen muss. Klärt damit erstmal die Situation. Ball wird rausgeschlagen. Volkang auf die Außen. Diners bleiben hier. Ballbesitz. Zimny macht übrigens bei den Polen den besten Eindruck. Der ist sowohl in der Offensive als auch in der Defensive immer aktiv. Jetzt nochmal die Polen über Matti. Geklärt. Rasa macht das sehr gut. Keine Spirenzken. Raus den Ball. Genala verliert hier den Ball. Jan. Eine Möglichkeit. Aber Klee hier. Ast rein. Auch Groß Xkagawa. Erstmal raus damit. Keine Gefahr entstehen lassen. Und jetzt die Möglichkeit. Groß Xkagawa mit dem R2L2 Dribbling auf Angry Suarez. Der konnte ihn nochmal auf Groß Xkagawa legen. Aber Kowal jetzt geklärt. Machen das sehr gut. Das ist das, was die Polen gut machen. Wenn sie den Ball rausspielen, versuchen sie es sicher zu machen. Das war nicht gut, das Dribbling. Und jetzt der Ball durch auf Groß Xkagawa. Und der war nicht im Abseits. Der mit der Möglichkeit legt ihn nochmal quer. Und dann ist ein Innenverteidiger dazwischen. Die Idee super. Die Ausführung weniger gut. Und damit kein Treffer. Nochmal die Möglichkeit hier für die Polen aufzubauen. Klee dazwischen. Und wieder Kuruba Steiner. Die Polen im letzten Drittel mit einem schwachen Spiel. Während Kuruba Steiner vor allen Dingen. Vielen Dank, hallo. Ich würde den Job wohl annehmen, den FIFA 18 Moderator oder Kommentator. Oh, Klee hier mit einem Fehler. Munien, kein Foul. Das macht Klee wieder sauber, bringt den Ball raus. Und dann können die Polen erneut aufbauen. Das ist der Unterschied im Spiel. Die Polen mit einem gewissen Kurzpassspiel immer bis ins letzte Drittel. Der Diner. Und dann wissen sie nicht mehr genau wohin. Die Diner wiederum
klären einige Situationen genau so. Der Ball kommt nicht an, aber wenn sie ins Rennen kommen, dann kommen sie auch meist zu gefährlichen Situationen. Das fehlt den Polen momentan gänzlich. Uff. Gefaked. Oh, das war gar nicht gut. Genala. Groß X Kagawa und dann geht einer in die Spitze durch und der Pass kommt gut und das war kein Abseits. Nochmal, Henry Suarez mit der Ballrolle. Electric Man, sehr gut gemacht, pünktlich rausgekommen. Holt sich da den Ball. Und jetzt müssen sie aufpassen, dass sich das irgendwann nicht rächt. Sie hätten hier durchaus schon mit 5 Toren führen können. Man muss immer noch dazu sagen, es gibt ein Rückspiel. Es gibt nochmal die Möglichkeit für Lost Chess hier, das Ding zu drehen und dass sie sich da später mal nicht ärgern, dass sie hier so gute Chancen liegen lassen, um das Ganze hier vielleicht frühzeitig zu beenden. Rosix Kagawa nochmal mit dem Aufbau über Rasa. 75 Minuten gespielt. Rasa nochmal wieder geholt. Und da ist er wieder. Zimny immer wieder im Defensivspiel mit dabei. Holt immer die wichtigen Bälle. Und er öffnet dann auch immer wieder sauber. Das hier nicht gut gemacht. Minion Vision. Nochmal reingespielt. Diesmal Klee dazwischen. Marek holt ihn sich nochmal wieder. Die Polen nochmal mit der Möglichkeit, hier vielleicht nochmal einen Anschlusstreffer zu Hause zu machen. Der Abschluss. Volkang. Ganz einfach den Ball aufgenommen. Überhaupt kein Problem. Genala stark gespielt, müsste abseits sein, ist abseits. Somit nochmal die Möglichkeit hier. Nein. Vision, Zimny, wieder Zimny mit einem sehr guten Aufball. Der Ball in die Spitze, Volkang, Möglichkeit für die Polen. 1:3, Anschlusstreffer. 83. Minute und das ist genau diese Situation, die ich gemeint habe. Am Ende ärgerst du dich, dass du solche Riesenchancen hast liegen lassen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, brauchen die Polen im Rückspiel 3 Treffer. Immer noch, um nachher das Spiel zu gewinnen. Aber es sind immerhin nur noch 3 Treffer. Vorher wären es 4 gewesen. Jetzt haben sie schon einen. Und das bedeutet, es wird ein wenig leichter. Jain kann ihn nicht festmachen. Erstmal geklärt. Groß X Kagawa. Immortal dazwischen. Immortal verliert den Ball. Koval klärt ins Aus. Eurobomber United 3:3. Ja, sehr schade. Ein Treffer gefehlt am Ende. Nee, stimmt gar nicht. 2 Treffer haben am Ende gefehlt, ne? Also, Pyrobomber United, der zweite Deutsche in der Europa League, ist damit ausgeschieden und wir werden im Viertelfinale also höchstens einen Europa League-Teilnehmer für Deutschland noch haben. Wir sind hier unsauber. 3 Minuten Nachspielzeit wird hier angezeigt. 3 Minuten, um für die Kurubas, was deiner. Um für Kuruba Steiner hier vielleicht nochmal einen Treffer zu erzielen, einen wichtigen Auswärtstreffer. Oder 3 Minuten, um für die Polen, um für Lost Chess PL hier nochmal ranzukommen, das ganze Spiel noch spannender zu machen. Matthias T. wird gefoult und gibt Freistoß. Wird offensichtlich nicht schnell ausgeführt. Moin Diego. Moin natürlich an alle anderen, die gerade frisch reingeschaltet haben. Der Ball kommt. Möglichkeit. Sah gar nicht schlecht aus. Und dann gibt es hier den Abpfiff. Und im ersten Match gewinnen die Kurubasteiner mit 3:1. Und wir können gespannt sein, wie hier das nächste Match ausgeht.
Moin Maxi. Moin auch an alle anderen, die noch frisch dabei sind. Maxi hat schon ein bisschen was geschrieben. Super Bayern, Super Bayern. Ja, das habe ich gestern gesehen. Super Bayern war richtig super. Also hier sehen wir nochmal die Statistik. 8 zu 3, 5 zu 3. Am Ende haben die Polen das wirklich nochmal gut hingebogen bekommen. Haben ein sehr gutes Spiel gemacht und deshalb habe ich gesagt, wäre es vielleicht wichtig gewesen, dass die Diners hier vielleicht noch das ein oder andere Tor mehr gemacht hätten. Haben sie in dem Fall nicht. So werden sie sich nochmal im Heimspiel abmühen müssen. Bereiten Sie vor. Lupo auf die EM-Position. Vollgang den gehalten hat. Nichts wirklich Überragendes hatte halten müssen, den er reinbekommen hat. Muss er nicht unbedingt halten, war eine kuriose Situation. Die Diners müssen aufpassen, dass sie keine drei Tore im nächsten Spiel kassieren. Dann sind die Diners durch und sicher im Viertelfinale. Haben ein ordentliches erstes Spiel gemacht. Ach so, das ist kein Trikot. Normales T-Shirt. Hier, ich trage doch nicht während so einem Stream T-Shirt, ein Trikot. Schnell rüberkommen. Ja, wenn ich mal was machen würde, dann würde ich das hier machen. Das habe ich übrigens gekriegt, ne? New Diamonds, die waren sehr geil. Ich habe hier so ein Dingens hier bekommen. Zwei Stück sogar. Ja, und die werden, wenn das Ganze hier fertig ist, auch in den Kommentaren hängen sie hier noch so vor mir. Ich kann sie sehen, ihr nicht. Ein Wimpel, ja. Ein nicer Wimpel. Ich habe mich total gefreut. Habe ich sehr gerne angenommen, so einen netten Wimpel. Von den New Diamonds FC, die übrigens auch gleich Champions League spielen oder bereits Champions League spielen. Ja, wie gesagt. Also wir gehen jetzt hier gleich ins Rückspiel. Die müssten eigentlich einladen. Jetzt die Diners. Ich hoffe, es ist. Also normal war es so. Ich muss heute noch richtig Pro Club spielen. Ja, ich weiß, wenn ich gebraucht werde, bin ich ja da, TV. Aber jetzt brauchen die Jungs mich erstmal. Die ersten paar Spiele schafft ihr auch alleine. Spielsuche läuft. Achso, ja, der Kapitän hat ja ausgesucht. Warten auf Gegner. So, dann wechseln wir hier schon mal in Gameplay. Hauen hier das Hinspielergebnis hin. Hinspiel also 3 zu 1 für die Diners. Das bedeutet, sie dürfen keine 3 Gegentore kassieren. Passiert das nicht, sind die Diners im Viertelfinale. Wann ich immer streame, hallo? Das ist abhängig davon, wann es welche Turniere gibt. Sonntags streame ich auf jeden Fall immer. Sonntags ist immer die FVPA Pro Club Bundesliga. Auf geht es hier übrigens ins Spiel. Die Polen von Lost Chess PL von rechts nach links. Die Diners in Rot von links nach rechts. Ansonsten streame ich, wenn es geht, natürlich donnerstags die Europa League Champions League. Das ist allerdings davon abhängig, ob die Mannschaften die gewissen Termine einhalten können, machen können. Wir sind natürlich auch immer davon abhängig, wie die Jungs Zeit haben. Es sind 22 Leute. Nächste Woche gibt es auch Montag einen Stream. Da läuft dann 1-on-1, also 1 gegen 1. Hier sind es ja 11 gegen 11 Pro Club. Und ansonsten Montag 1-on-1 Monatsfinale ESL Go for FIFA. Chrissy wird dort spielen, den werden wir durchs Turnier begleiten und kommentieren. Und jetzt erstmal die Diners mit der Möglichkeit. Der Ball unsauber gespielt.
Hallo, nein, die streame ich nicht alle, aber ich streame auch zum Beispiel, wie gesagt, die ESL teilweise, ja. Wenn da gibt es eine ESL-App, die streame ich auch. Aber da kommen wir gleich nochmal nach dem Spiel zu. Erinnere mich nochmal die Frage und dann sage ich dir genau, wie und wann und warum ich streame. Denn jetzt ist Angry Suarez erstmal da und ein richtig toller Chip hier auf Genala. Was für ein Tor und da ist das 1 zu 0. Und damit machen die Jungs sich hier das Leben ein ganzes Stück einfacher. Ein klasse Tor, ein super Chip von Angry Suarez in die Mitte auf Genala. Und dann steht es hier 1 zu 0. Und jetzt brauchen die Polen hier vier Tore, um zu gewinnen. Vier Tore, um gewinnen. So sieht es nämlich aus. Bei drei Toren würden sie nur unentschieden rausholen. Und vier Tore brauchen sie für einen Sieg. Also unglaublich gut. Hier von Koruba Steiner richtig stark gemacht. Angry Suarez, ein Wahnsinnspass. Das muss man sagen, das ist die entscheidende Situation. Natürlich muss Gernala da auch erstmal reinrennen, aber Angry Suarez mit dem perfekten Timing, mit einem super Chip und die Diners beweisen in diesem Spiel, dass auch die zweite Bundesliga der FVPA super stark besetzt ist. Und auch in Europa mithalten kann. Jain, Vision, Immortal. Oh, fiese Attacke. Muss gelb geben. Oh, er lässt der Schiedsrichter Gnade walten. Er lässt der Schiedsrichter Gnade walten. Die Polen mit der Möglichkeit, einmal komplett rüber zu spielen. Kommt. Oh, sehr gut gemacht. Trick. Geht da richtig hoch. Selbst der Torwart kann da nicht mehr reagieren. Klasse Ding von Trick hier, der das richtig gut macht. Hochgeht. Höher steigt als der Torhüter. Und damit hier das 1 zu 1 macht. Und die Polen sind wieder dran. Zimni über Muniain. Immortal. Genala erstmal dazwischen. Gespielt. Guter Pass. Raza, Genialar kommt vielleicht noch mal mit. Raza nimmt hier Kosics Kagawa. Und dann ein bisschen zu viel Klein Klein und die Polen können sich erstmal befreien. Lochs, Cech hier auf dem Weg nach vorne werden erstmal gestoppt. Immortal jetzt mit dem Einwurf. Okay, macht das gut und da ist Zimni wieder. Der mir persönlich hier bei den Polen am besten gefällt. Immer wieder sehr auffällig. Macht einen richtig guten Job dort. Der zentral defensiven Position. Vorteil. Alla. Einwurf lässt jetzt kommen. Auch kann man sagen, ein bisschen Zeitspiel. Klee dran. Mit dem Wurf bis zur Grundlinie kommt an. Nochmal auf Kosics Kagawa gelegt. Aber gut geklärt von den Polen. 23 Minuten gespielt. Wenn die Polen jetzt hier noch was machen wollen, sollten sie langsam den Treffer machen. Eine, wie gesagt, sie brauchen zwei Tore, um das Ganze hier auszugleichen. Das Ganze hier wieder vernünftig zu gestalten. Klee kann das nicht klären. Luke mit dem Abschluss gefährlich. Volkang. Richtig stark gehalten von Volkang. Das war ein richtig guter Abschluss. Zu wenig Power dahinter. Volkang stark reagiert und holt hier den Ball raus. Die Polen auch hier in der Defensive. Sehr stark gemacht. Trick wird hier gelegt. Und dann gibt es die erste gelbe Karte dieser Partie. Gerne. Sieht diese Karte. War nicht nötig, sich hier die gelbe Karte abzuholen. Hängt ein bisschen Vision. Polen für Lost Chess PL. Ne, dazwischen. Zimni, da ist er wieder. Zimni mit dem Dribbling.
kann sich dann nicht behaupten. Lupo erstmal geklärt. Und Trick ist da. Vision. Demny. Sehr guter Pass hier auf Immortal. Der mit einem starken Dribbling über die Außen. Der Ball in die Mitte. Lupo hält den Fuß dazwischen und klärt das Ganze. Aber die Polen drücken. Sie wollen wieder Zimny. Nochmal dazwischen. Marek. Zimny stark reingespielt. Möglichkeit für die Polen. Nochmal der Ball in die Mitte. Und Lupo klärt zur Ecke. Also die Polen werden von Minute zu Minute besser. Lost Chess kommt hier immer besser ins Spiel. Und es wird immer schwieriger. Und das werden die Situationen, wo sich vielleicht am Ende wirklich drum geärgert wird. Volkang, das sah nicht so gefährlich aus, aber wenn man da Druck hinterkriegt, kann so ein Ball auch drin landen. Jetzt die Möglichkeit, Engels Suarez über die Außen, Nusti hier mit einer super Grätsche erneut geklärt. Und da wollte ich nochmal drauf hin, im ersten Spiel haben die Diners die ein oder andere Großchance liegen lassen und das könnte hier am Ende wirklich ärgerlich werden. Denn die Polen momentan am Drücker. Der Einwurf kommt. Zurück zu Klee. Nusti erstmal dazwischen. Raza. Raza. Gutes Ding. Grundlinie. Ball in die Mitte. Torwart passt auf. Electric Man sauber macht seinen Job hier ordentlich. Konnte an den Toren nicht viel machen. Im Hinspiel. Hier macht er das wieder ordentlich. Für Mortal. Raza, Immortal wieder da. Starkes Ding von Lupo. Kann ihn aber nicht in den eigenen Reihen halten. Dann kommt Groß Xkagawa. Unsauber. Muniain. Wird als faul gewertet vom Schiedsrichter. Und so gibt es hier nochmal Freistoß für die Diners. Dann rausgeschlagen. Lang landet hier bei Electric. Demny stark weitergeleitet. Oh, kann das nicht klären. Jetzt ist Groß Xkagawa da. Oh, gerne kann ihn nicht verarbeiten. Wieder die Polen. 44 Minuten gespielt. Noch wenige Sekunden plus Nachspielzeit bis zur Halbzeit. Oder zwischen 4 Minuten werden hier vom Schiedsrichter angezeigt. Starkes Ding hier von Trick. Also sie machen sich auf jeden Fall momentan wesentlich oder tun sich wesentlich schwerer als im ersten Spiel, die Diner. Die Polen sind sehr gut in dieses zweite Spiel reingekommen. Haben früh wieder den Gegentreffer geschluckt, aber auch früh genug wieder ausgeglichen. Und jetzt brauchen sie immer noch zwei Tore, um sich hier in ein Golden Goal zu retten. Also, und dann gibt es hier den Halbzeitpfiff. Wir sehen es, die Diners mit einem Abschluss, mit einem Treffer. Aber es war ein klasse Treffer, ein super Treffer. Ein richtig schön herausgespielter Treffer. Die Polen geben hier alle 56% Ballbesitz. Das ist jetzt tatsächlich eine Aussage. 84% Passgenauigkeit. 4:3 Schüsse, also 4 Schüsse abgegeben. 3 davon aufs Tor. Machen sich hier in dieser Partie. Und die Diners kommen über den Kampf. Ja, 14 Zweikämpfe gewonnen. 2 Fouls gezogen, analog natürlich bei den Polen auch noch 2 Fouls. Moin Nico! Und ansonsten sehen wir hier ein Spiel auf Augenhöhe. Oh, böser Fehler! Groß Xkagawa! Nochmal die Möglichkeit! Jetzt hat er ihn, Electric Man. Erste kleine Schwächen, hat eine sehr gute erste Halbzeit gespielt. Eine sehr gute erste Partie. Jetzt mal ein kleiner Schwächeanfall. Gerne im Abseits. Ich glaube, die meisten Innenverteidiger sind von Groß Xkagawa gesteuert, der übrigens eigentlich ST ist. Also er steuert den ST als auch die Defensive.
Ja, jetzt spielt Kurz an. Nicht gut gemacht. Rasa. Torwart muss kommen. Kommt da auch. Electric Man. Ob aus Robin oder Sanchez? Ich vermute mal, du meinst Foot. Manik, Marek. Vermute mal, du meinst den BPL Sanchez. Da traut er sich sehr weit raus und hat Glück, dass der Schiedsrichter hier abseits pfeift. Wenn er den nicht pfeift, ist das Ding ganz schnell drinne. Sehr mutig jetzt hier vom Torwart. Also. Nala, Kroos, Xkagawa. Nochmal mit der Möglichkeit über die Außen. Wird von Immortal abgedrängt. Gibt nochmal Einwurf. Hier Klee nochmal dran. Jetzt kommt der lange Einwurf. Kopfball von Lupo. Erstmal weitergeleitet. Stark von Nusti hier verteidigt. Den Körper dazwischen gestellt. Uiuiui, Schwierigkeiten. Lektik nimmt ihn mit dem Fuß und dann das Ding hier. Unglaublich. Munyain. Nochmal Munyain. Jetzt die Möglichkeit über die Außen. Immortal, der Ball. Von Kroos, Xkagawa und jetzt nochmal Marek, Volkang, richtig stark gehalten, also wieder eine gute Aktion von den Polen, direkt die Antwort auf das Offensivspiel der Diners. Demni, geklärt, Rasa, Einwurf nochmal für die Polen, 60 Minuten gespielt. 30 noch zu gehen, 30 Minuten für die Diners hier. Keine zwei Tore zu kassieren. Matti mit dem Abschluss, Grätsche dazwischen. Oder eben 30 Minuten für Lost Chess hier für die Polen. Doch nochmal irgendwie das Spiel auszugleichen. Erstmal Ingrid Suarez, Luke dazwischen. Die nochmal dran. Partie, schönes Kombinationsspiel. Jetzt mal Immortal mit einem fiesen Ballverlust und Gernala auf dem Weg nach vorne. 65. Minute, kann er hier nochmal in die Mitte spielen, legt ihn sehr schön zurück, Rasa mit dem Abschlusstrick, lenkt den Ball zur Ecke. Bekommt. Ich kann erstmal klären und Rasa mit der Möglichkeit. Ihn. Bambulu. Und dann kriegt er ihn nicht gehalten. Ball landet im Aus. Einwurf für die Diners. 22 Minuten noch. Plus Nachspielzeit. Klee macht er gut. Bringt ihn hier auf Ingrid Suarez. Der kann ihn nicht festmachen. Trick ist da. Die Rasa. Sehr guten Seitenwechsel. Jain, Flanke kommt. Groß Xkagawa. Hat ihn jetzt erstmal. Und das ist kein Abseits. Ingrid Suarez kann er sich hier durchsetzen. Macht er sehr gut. Spielt ihn hier nochmal auf Groß Xkagawa. Der kann sich nicht festmachen. Aber Rasa kommt nochmal. Wieder Groß Xkagawa im Strafraum. Körper zwischen Rasa. Versucht mit der Ballrolle. Gefährliches Ding, der Schiedsrichter lässt laufen. Viertelstunde noch zu gehen. Hinspiel 3:1 ausgegangen für die Diners. Rückspiel aktuell 1:1. Zwei Tore brauchen die Polen hier noch, um die Diners zumindest erstmal in ein weiteres Spiel zu bringen. Machen das momentan gut, die Polen. Lost Chess PL hier mit einer soliden Leistung, aber es fehlt der Durchbruch in der Spitze. Jetzt erstmal Luke. Groß macht das stark, klärt das Ganze. Suarez versucht weiterzuleiten, auch das funktioniert nicht und trägt nochmal schnell und weit nach vorne. 79. Minute mittlerweile. Vision versucht den Ball reinzuspielen. Klee dazwischen.
Nochmal Nusti. Danke kommt. Nehmen nie mit dem Abschluss. Volkang hat ihn. Legt ihn auf die Außen, auf Ingrid Suarez. Der Ball zu behastet. Grasa. Suarez. Die Möglichkeit! Da ist das Ding! 1:2 und dann bleiben 5 Minuten plus Nachspielzeit hier für die Polen doch nochmal auszugleichen. Jetzt wird's spannend, Freunde. Die Diamonds unter Druck, hier keinen Treffer mehr zu bekommen. Lupo, Marek. Nochmal die Möglichkeit für die Polen nach vorne zu kommen. 86 Minuten gespielt, 4 Minuten plus Nachspielzeit. Kosik Skagawa erstmal den Ball wieder raus. Torhüter kommt, den Ball aufzunehmen. Electric Man wird gleich erstmal lang rausgeschlagen und bleibt auch im Ballbesitz. Der Ball bleibt bei den Polen. Luke mit dem Seitenwechsel, den müsste er auch bekommen. Bekommt er auch. Flanke in die Mitte. Klee klärt das Ding erstmal raus. Lang und weit. Kosik Skagawa jetzt mit der Möglichkeit, hier vielleicht den Deckel drauf zu machen. 1:2. 1:2, nochmal quergelegt, Pfosten, rein das Ding, 2:2 und damit lege ich mich fest, damit war's das und die Kurubas Diner ziehen ein ins Viertelfinale der Europa League und das war mal souverän gespielt, mit ein bisschen Glück landet der Ball auch im Tor und Los Chess hat sich hier sehr gut verkauft. Ein sehr gutes Auswärtsspiel gemacht. Aber die Diners konsequent dran geblieben. Wenig zugelassen. Zum Schluss nochmal zugeschlagen. Und so gibt es hier den Abpfiff. Und wir gratulieren den Kurubas Diner zu einer. Wir gratulieren Kurubas Diner zu einer wirklich sehr, sehr guten Leistung. Aber wir dürfen Los Chess diese Leistung nicht aberkennen, denn die haben auch sehr, sehr, sehr gut gespielt. Und ich hoffe, wir sehen auch gleich in der Champions League ein so gutes Match. Wahnsinnig gut, richtig stark gespielt. Also Kurubas Diner, Wahnsinn, Daumen hoch.